Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 19. Januar 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute ist der letzte Tag mit der Sonne im Steinbock. Morgen am Mittwochnachmittag geht's in den Wassermann. Das heißt, heute ist so ein Tag dann auch schon des Übergangs, beziehungsweise morgen, wo es nicht ganz klar ist, in welche Richtung die Reise gehen wird. Also mögliche Desorientierungen und Irritationen sind daher vorbestimmt. Steinbock und Wassermann sind ja gänzlich unterschiedliche Zeichen, außer dass sie beide den Saturn als Herrscher haben und dass sie beide Winterzeichen sind. Der Steinbock ist halt ein Erdzeichen, der Wassermann Luftzeichen. Mit dem Wechsel der Sonne in den Wassermann geht es viel mehr ums Verstehen, ums Austauschen, um die Kommunikation, um die Suche nach Gleichgesinnten und darum, sich von den engen Strukturen und der engen Verantwortung des Steinbocks ein wenig zu lösen und wieder ein wenig mehr in die Freiheit zu kommen, in mehr Freiraum zu haben, die eigenen Ideen und die eigene Individualität zu entwickeln. Zum Wassermann natürlich in den nächsten Tagen mehr. Besonders interessant ist zurzeit der Merkur. Viele haben es bestimmt auch schon mitbekommen, ohne Astrologie kundig zu sein. Merkur ja im Steinbock rückläufig noch bis zum 25. Kommenden Montagabend wird Merkur wieder direktläufig. Und in seiner Rückläufigkeit aktiviert er jetzt das Quadrat von Pluto und Uranus und macht daher die lang wirkenden Themen der letzten Jahre uns nochmal bewusst. Gerade Merkur-Pluto, ein Aspekt, der am Freitagvormittag genau ist und gerade der rückläufige Merkur in Konjunktion mit Pluto kann es mit sich bringen, dass die Gedanken sehr schwer sind, also sozusagen fast in Richtung depressiv gehen können. Außerdem können sehr stark Ängste und Zwänge ausgelöst werden. Alte Muster, altes Karma kann uns sozusagen in die Gedanken, in den Kopf kommen. Die Kommunikation kann teilweise genau das Gegenteil erreichen von dem, was wir wollen, weil eben aus Angst heraus Dinge zu besprechen oder abzumachen oder Verträge zu unterzeichnen, kann im Grunde kein guter Ratgeber sein. Vorher macht Merkur allerdings auch das Quadrat zum Uranus. Dieser Aspekt ist auch morgen Abend schon perfekt. Und das macht die ganze Sache so krude, weil Merkur-Uranus möchte im Grunde sch schnelle Entscheidungen. Da Merkur aber rückläufig ist und im Steinbock tut er sich schwer mit schnellen Entscheidungen und der Pluto sozusagen hält ihn auch in gewisser Weise davon ab, sodass wir im Grunde hin und her gerissen sind zwischen ich möchte Bescheid wissen und ich möchte es auf keinen Fall wissen oder ich möchte es besprechen und ich möchte es auf keinen Fall besprechen. Wir können in diesen Tagen wirklich sehr gut die Macht der Gedanken erkennen, wie eben die Art und Weise, wie wir denken oder wie wir an bestimmten Gedankenschleifen festhalten, auch unser Sein, unsere Gefühle prägen und das oftmals eben, obwohl vielleicht gar kein tatsächliches Problem vorhanden oder zu lösen ist, wir aufgrund schwerer Gedanken uns trotzdem sehr schlecht fühlen. Und hier können wir natürlich auch Veränderungen vornehmen, indem wir genau diese Muster erkennen und ihnen nicht mehr diese Macht und Kraft geben, wie in der Vergangenheit. Auch die Venus, ist in ihrem Lauf sehr interessant, weil sie im Grunde auf dem Weg ist, den Schützen zu verlassen. Hier ist sie zwar noch im 25. Grad Schütze, läuft aber relativ schnell und wird am kommenden Samstagabend in den Steinbock wechseln. Und die Sonne, wenn sie denn den Steinbock verlassen hat, wird dann am Sonntag, in der Nacht zum Sonntag auch irgendwie, wird Vollmond bereit sein. Anfang Wassermann gibt es dann den Vollmond mit dem Mond im Löwen am Wochenende. Das heißt, auch hier steigt die Spannung in gewisser Weise an.
Heute Morgen jetzt der Mond noch im Stier, aber auf dem Weg in den Zwilling, den er um 10.13 Uhr erreichen wird. Also der Mond jetzt zwischen den Zeichen etwas ungewiss. Mond im Zwilling gibt eine etwas größere Beweglichkeit. Kommunikation und Austausch werden wichtig. Allerdings gilt es zu beachten, was ich vorher gesagt hatte, über Merkur quasseln wir nicht einfach so drauf los, sondern überlegen wir uns, was wir zu wem sagen und wie wir unsere Zeit verbringen. Ich wünsche uns allen einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.